Hoeneß hofft auf Ulreich Verbleib. In seiner Rolle als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer glänzte Sven Ulreich in der Hinrunde der Bundesliga. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hofft deshalb auf eine Vertragsverlängerung des 29-Jährigen. Für mich ist Sven Ulreich der Mann des Jahres. Er muss seinen Vertrag unbedingt verlängern, so Hoeneß zum Kicker. Erste Gespräche sollen dabei im Frühjahr geführt werden. Der Vertrag des Torhüters beim deutschen Rekordmeister läuft am Saisonende aus. Herrlich glaubt nicht an Sperre. Nach seiner Schwalbe im Pokalspiel gegen Mönchengladbach steht für Heiko Herrlich noch eine mögliche Strafe des DFB aus. Der 46-Jährige befürchtet jedoch keine schwerwiegenden Folgen. Er befürchtet nicht, dass er deshalb eine Sperre bekommen werde und gegen die Bayern nicht an der Seite stehen könne. Das Ganze sei wegen der Winterpause etwas aufgebauscht worden, sagte der Leverkusen-Coach dem Kicker. Herrlich startet mit Leverkusen am 12. Januar gegen Bayern München in die Bundesliga-Rückrunde. Kimmich pausiert. Joshua Kimmich fehlte am Donnerstag im Training des FC Bayern. Der 22-jährige Nationalspieler setzte aufgrund einer Erkältung aus. Die zuletzt angeschlagenen Mats Hummels und Robert Lewandowski kehrten hingegen auf den Platz zurück. Während Hummels leichte Laufeinheiten absolvierte, nahm der Pole am Aufwärmprogramm teil. Hoffnung für Rode. Nach zahlreichen Verletzungen ist es ruhig geworden um Dortmunds Sebastian Rode. Im Sport1-Interview spricht sein Berater nun über die Situation des Mittelfeldspielers. Nach einer hartnäckigen Schambeinentzündung habe Sebastian schwere Monate hinter sich. Er sei jedoch auf dem Weg der Besserung. Man sei optimistisch, dass er bald ins Mannschaftstraining einsteigen könne. Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zum BVB im Sommer 2016 bestritt Rode nur 14 Bundesligaspiele für die Westfalen.